Es bleibt spannend am Ölmarkt, liebe Zuschauer. Nach dem Höhenflug sind die Notierungen für das schwarze Gold doch deutlich zurückgekommen. Und das war ja in der Vorwoche noch ein ganz wichtiges Thema für alle, die beteiligt waren am Gewinnspiel Trader, beim Börsengewinnspiel Trader, das ja mittlerweile doch ordentlich Fahrt aufgenommen hat. Da gab es nämlich sogar einen Führungswechsel aufgrund der Ölpositionen. Wie es in den letzten Tagen lief, das verrät mir jetzt wieder Anusch Wilhelms, der Spielleiter, der uns wieder aus den Räumlichkeiten der Commerzbank zugeschaltet ist. Ja, Anusch, wie sieht es denn aus mit den Ölpositionen? Wie liefen da die letzten Tage? Ja, der Ölpreis hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ein der Teilnehmer einen Wochensieg erringen konnte, nämlich 2.222 Euro gewinnen, eben gesponsert von der Börse Stuttgart. Und das konnte er eben aufgrund der Ölpreisbewegung in der letzten Woche. Wir verlosen ja jede Woche einen Wochenpreis. Insgesamt gibt es 8 Wochen beim Börsenspiel, bei dem man diesen Preis gewinnen kann. Und die letzte Woche hat ein Teilnehmer gewonnen, der eben auf den Ölpreis gesetzt hat, allerdings nicht auf den Anstieg, sondern auf einen Rückgang nach dem starken Anstieg. Und das hat dann eben dazu geführt, dass der Schein, den er gekauft hat, ein Turbo-Optionsschein auf das amerikanische Leichtöl WTI, dass der so stark gestiegen ist, dass er sich in Woche 3 an die Spitze setzen konnte, damit dann auch den Wochensieg erringen konnte, 2.222 Euro gewinnen konnte. Und neben dem eben angesprochenen WTI Turbo-Optionsschein hat er eben auch noch auf den Goldpreis gesetzt und auf die Aktien von Uber, FedEx und Rolls-Royce. Also insofern war er doch durchaus mit unterschiedlichen Strategien unterwegs. Aber eben dieser Ölpreisrückgang, der sehr starke, der hat dann den Ausschlag gemacht. Wenn wir uns den Gesamtmarkt anschauen, tut sich in diesen Stunden relativ wenig. Auch die letzten Tage ein eher ruhiges Marktgeschehen. Aber wenn wir uns die Einzelwerte anschauen, da ist durchaus Musik drin. Und Wirecard ist ja so eine Aktie, die bei den Anlegern sehr gut ankommt. Wie sieht es denn da aus mit der Entwicklung? Da ging es ja die letzten Tage ordentlich nach unten. Hat es den einen oder anderen auf dem falschen Fuß erwischt? Ja, tatsächlich ist nach wie vor Wirecard die beliebteste Aktie bei uns im Börsenspiel. Und das hat dann tatsächlich natürlich, wenn die Aktie da nicht so gut läuft, bei vielen in den Depots durchaus negative Auswirkungen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man ja im Börsenspiel zweimal 100.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommt. Und da kann man maximal 20% in eine Aktie setzen. Das heißt also, man kann nicht nur Wirecard kaufen, wenn man denn beim Börsenspiel mitmacht, sondern man setzt auf verschiedene Aktien. Insofern hat es einige Teilnehmer tatsächlich getroffen, dass die Wirecard-Aktie so unter Druck geraten ist. Aber konnten teilweise dann auch diese negativen Entwicklungen durch andere Positionen im Depot ausgleichen. Welche Einzelwerte sind denn sonst noch im Spannend? Was gefällt den Anlegern noch in diesen Tagen? Ja, also ich habe es gerade schon angesprochen, der Wochensieger, der hat eben auf so besondere Werte wie beispielsweise Rolls-Royce oder eben FedEx gesetzt. Das ist eher untypisch im Börsenspiel, aber so eine Aktie wie Uber, die ja auch der Wochensieger im Depot hat, die sehen wir doch deutlich häufiger. Und da sind wir schon bei den amerikanischen Aktien, die durchaus eine wichtige Rolle spielen beim Börsenspiel. Denn neben Wirecard sind vor allen Dingen Aktien von Amazon und Apple gefragt. Das heißt, also hier versuchen die Teilnehmer natürlich aktuelle Trends, die es an den Aktienmärkten gibt, aufzugreifen und sie eben zu versilbern in den Depots im Börsenspiel und damit nach vorne zu kommen. Und deswegen überrascht es wenig, dass die Highflyer der letzten Jahre dann auch im Börsenspiel stark nachgefragt sind. Also eben Apple und Amazon, nur zwei Beispiele. Das Rennen um den Jaguar, das geht ja noch einige Wochen weiter, ist noch lange nicht entschieden, aber es gab wieder zwei Anleger oder Anlegerinnen, die sich freuen können. Zum einen über das iPhone, zum anderen den Wochengewinn. Wer genau hat denn jetzt gewonnen? Ja, genau. Also der Wochensieger, wie gesagt, das ist Hanno H. aus Meißen, der eben letzte Woche durch die Öltransaktion gewonnen hat, 2.222 Euro gesponsert von der Börse Stuttgart. Für diesen Gewinn muss man tatsächlich was tun. Das gilt nicht für den Gewinn eines iPhones, denn das verlosen wir unter allen aktiven Teilnehmern, die sich überhaupt beim Börsenspiel angemeldet haben und mitmachen. Das heißt, dafür muss man nicht extra was tun. Das bekommt man dann einfach so geschenkt. Und hier hat es tatsächlich diese Woche einen Frühstarter getroffen. Er gehörte zu den ersten 2000 Teilnehmern. Mittlerweile haben wir ja sogar über 26.000 Teilnehmer, neuer Rekord beim Börsenspiel. Und er hat Aktien gekauft, Intel, Apple und RWE. Ist aktuell auf Platz 16.000. Aber wurde ausgelost, kann sich jetzt freuen über ein iPhone 10 von Apple. Und nächste Woche ist wieder Zeit für ein neues iPhone, das wir verlosen, wie gesagt, unter allen aktiven Teilnehmern. Wer also heute noch nicht dabei ist, der kann sich jetzt noch schnell anmelden unter trader2019.com und hat zumindest mal die Chance, ausgelost zu werden beim iPhone oder eben einen der tollen Wochenpreise zu gewinnen. Und da drücken wir natürlich ganz fest die Daumen. Welche Termine sind denn in dieser Woche noch spannend für alle, die beim Börsenspiel Trader mitmachen? Und welche Tipps kannst du den Anlegern noch auf den Weg mitgeben? Ja, so vor allen Dingen Termine sind natürlich immer spannend, wenn Unternehmen Zahlen präsentieren, so wie beispielsweise Nike jetzt kürzlich
öffentlich Zahlen präsentieren wird, weil dann kann es sein, dass mit der Aktie was passiert. Allerdings muss man da auch vorsichtig sein, da lernt man viel dazu. Das ist vielleicht auch ein Tipp vom Spielleiter, der ja schon seit 15 Jahren hier im Händlersaal der Commerzbank arbeitet. Insofern ist es so, dass der Markt in der Regel auch sehr viel erwartet, wenn Unternehmen Zahlen präsentieren. Bestes Beispiel ist da in der Regel Apple, die ja durch die Vorstellung von neuen iPhones eventuell auch Aktienkursreaktionen hervorrufen. Allerdings sollte man da, wenn man als Anleger agiert und auch im Börsenspiel darauf setzen möchte, auf Themen setzen, die nicht vom Markt erwartet werden. Also Überraschungen, die vom Markt erwartet werden, wirken sich in der Regel im Kurs nicht so stark aus wie Überraschungen, mit denen keiner gerechnet hat. Insofern kann man sich da mal auf die Suche begeben und einfach so ein paar Finanzkalender überprüfen und schauen, welche Unternehmen bringen Zahlen, was sind denn vielleicht an Konjunkturdaten, die veröffentlicht werden und. Und daraus eine Strategie entwickeln, um dort dann an den Märkten entsprechend zu agieren. Also das ist vielleicht ein Tipp vom Spielleiter, dass man sich dort hinsichtlich dieser Informationen dann auch noch ein bisschen versucht, das abzuleiten für das Börsenspiel. Ja, und wenn dann Zahlen kommen oder Ereignisse, die eben für ordentlich Bewegung sorgen und dann noch mit Hebelprodukten, dann kann sich doch ganz schnell wieder das Kartenblatt wenden. Dann kann man sich vielleicht sogar an die Spitze setzen, denn wir wissen, es sind noch einige Wochen zu spielen. Der Jaguar winkt, Wochengewinne winken. Also es bleibt weiterhin spannend. Anusch, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen und liebe Zuschauer, bleiben Sie weiter dran. Wir drücken fest die Daumen, dass Sie gewinnen, dass Sie ein iPhone vielleicht bekommen, den Wochengewinn und die auf den Jaguar. Die geht natürlich weiter und ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass Sie irgendwo mit dabei sind.